Hallo und herzlich willkommen zurück zur Datenhaltung in Java. Ja, was wir dieses Mal machen, habe ich euch letztes Mal versprochen. Wir werden hier diese Handle-Purchase-Methode implementieren. Und ja, letztes Mal haben wir eben hier den Input gehandhabt und hier unten herausgefunden, was wir gerade machen wollen. Aktuell kann das nur ein Kauf sein. Den Rest werden wir natürlich dann zu gegebener Zeit implementieren. Und ja, hier drüben haben wir eine Connection für die Datenbank in HSQLDB. Dann hier eine Funktion, die uns von Vor- und Nachname die ID aus dem Namen des Customers rausfindet. Dann hier eine Kauffunktion über die ID von dem Customer und den Betrag, die da oben war mit Vor- und Nachname. Hier über alle Zahlungen und so weiter und so fort. Schaut euch einfach die Videos an, wenn ihr irgendwelche Funktionen nicht kennt oder wenn ihr nicht wisst, wie ihr da dran kommen sollt. So, genau. Falls ihr es nicht bisher verfolgt habt, natürlich. Okay. Was wir jetzt hier natürlich machen müssen, wir wollen das Ganze in die Datenbank einfügen. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben die Datenbank hier nicht zur Verfügung, weil wir hier das Ganze static halten wollen. Und ja, deswegen brauchen wir hier tatsächlich eine Main-Klasse. Also diese Main-Klasse muss uns im Parser zur Verfügung stehen. Und da ich die Main-Klasse nicht auch static machen möchte, werde ich die jetzt hier einfach als Argument übergeben. Da eben hier oben natürlich noch nicht bekannt ist, muss das unten drunter. Und ja, jetzt werden wir hier einfach die Argumente ein bisschen ändern. Und hier in GetAction brauchen wir sie nicht, in HandlePurchase brauchen wir sie. So. Und schon haben wir hier eine Main-Klasse zur Verfügung. Okay, und was wir jetzt hier machen wollen, ist einfach, wir rufen diese By-Funktion auf, die wir uns die ganze Zeit geschrieben haben. Über den Vor- und den Nachnamen und den Betrag. Und ja, das geht ganz einfach. Wir sagen hier einfach Inputs. Warum heißt das Inputs? Das hört sich bescheuert an. Okay, Input an der Stelle 0 ist es, steht Kauf drin, sonst hätten wir die Action gar nicht gefunden. An der Stelle 1 steht der Vorname drin. So definieren wir es das einfach, dass der Kunde auch weiß, wie er es machen muss. Wie gesagt, das grafische Nutzerinterface überlasse ich euch. So, an der Stelle 3 steht jetzt hier natürlich ein String, da wir hier ein Array aus Strings haben. Und wir brauchen hier aber ein Integer, denn der Betrag ist logischerweise ein Integer. Ja, was machen wir jetzt? Relativ simpel. Wir nutzen einfach die hübsche Integer-Klasse, die uns Java zur Verfügung stellt. Und dort die Funktion parseInt. Und hier kommt dann einfach ein String rein und wird zu einem Integer geparst. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Jetzt haben wir nur noch das eine Problem hier. Wir brauchen nicht Throws Declaration, sondern wir surrounden with Try and Catch. Und ja, die Funktion hier kann Error schmeißen, nämlich eine Number Format Exception, das einfach hier nicht funktioniert hat. Und dadurch, dass wir hier eine SQL-Funktion haben, kann hier natürlich eine SQL-Exception fliegen. Die fangen wir einfach ab und dann ist gut. So, falls wir sie abfangen, brauchen wir eigentlich gar nichts machen weiterhin, denn dann ist einfach fehlgeschlagen, dann hat halt irgendjemand was Falsches eingegeben. Ja, so, jetzt lassen wir das Ganze mal laufen und schauen, was passiert. Okay, also wir wollen einen Kauf von Julia Patterson, habe ich vorhin nachgeguckt, steht in der Datenbank drin, und zwar um 75. So, und jetzt haben wir hier nichts, was passiert. Jetzt schauen wir einfach mal. Da wir noch keine Funktion haben, die uns alle Käufe ausgibt, werde ich jetzt mal das hier einfach oben dran klatschen. Das gibt uns alle Käufe aus. Error? Error? Ach so, ja, natürlich. Natürlich Error, weil wir hier M noch nicht kennen. So. Und wir führen das Ganze aus und jetzt steht hier drin, wo sind wir? Julia Patterson 25, aber der war davor schon drin. Wir haben ja was mit 75 eingetragen. Jetzt fehlt der hier natürlich noch. So, warum fehlt der noch? Naja, das sehen wir jetzt natürlich nicht genau, denn wir haben hier überhaupt keine Funktionen implementiert, die uns irgendwie, also hier außer e.printStackTrace, die uns die Fehler ausgibt, haben wir hier nicht nachgeguckt, ob das Ganze wirklich successful war. Und das macht man meistens, indem man irgendwie einen Boolean übergibt. So, diesen Boolean reicht man einfach durch, quasi. Also wir haben hier überall, wo sind wir hier? Bei den By-Funktionen haben wir ja meistens Void dran stehen. So, und jetzt macht man hier einfach Boolean rein.
und gibt dann einfach, wenn das erfolgreich war, einen Boolean zurück. So, hier kommt natürlich dann ein Boolean raus, wenn hier bei der this.by-Funktion ein Boolean rauskam. Beziehungsweise wenn bei der hier, ja gut, bei der kann nicht wirklich was schief gehen. Also kommt hier der Boolean raus, wenn hier der Boolean rauskommt. So, hier, das hat aber kein Return-Type. Jetzt müssen wir hier auch den Boolean rausbringen. Und wenn hier, ja, da sollte natürlich false rauskommen. Wenn hier der Customer nämlich minus 1 ist, dann muss natürlich, also hier haben wir festgelegt, bei der GetCustomerID minus 1 heißt, dass wir den Customer nicht gefunden haben. So, wenn jetzt hier natürlich minus 1 bei der Customer-ID rauskommt, dann hat das Ganze nicht geklappt. Und dann sollte natürlich hier noch, ja, sollte hier alles glatt gelaufen sein. Ansonsten schief laufen kann ja eigentlich nichts, denn wir fügen hier bloß was in die ganze Datenbank ein. Also wir fügen hier, also hier fügen wir, hier unten fügen wir den Customer ein, wir fügen den Betrag ein und dann war es das auch schon, dann führen wir das durch. Wenn jetzt natürlich die Datenbank nicht erreichbar ist, dann haben wir natürlich hier eine SQL Exception. Das wäre dann hier, aber das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Da geben wir dann auch einen e.printStackTrace aus. Wir können hier aber natürlich auch einfach Return False reinschreiben, geht genauso. Okay, so hier kann man natürlich dann auch diese Froze Exception fallen lassen. Das ist das Tolle dran, deswegen will ich das jetzt auch gerade machen. Und hier surround mit Try and Catch und hier sage ich einfach, okay, wenn eine Exception fliegt, dann gebe ich False zurück. Und was das macht, ist folgendes: wenn die hier funktioniert, dann kommt ihr True zurück. Wenn die nicht funktioniert, dann kommt ihr False zurück wegen dem hier. Und wenn sie einen Fehler schmeißt, also die GetCustomerID hauptsächlich, weil die andere schmeißt ja keinen Fehler, dann geben wir hier auch einfach False zurück. Unser Programm stürzt nicht ab und läuft weiterhin durch. Wo fehlt mir noch ein Return Statement? Achso, ja, hier muss ich natürlich dann True zurückgeben. Aber das Programm läuft hier ganz normal weiter wie bisher. Und wir können hier im Parser schauen, okay. Ja, hier brauchen wir nicht mehr abfangen und ja, okay, wir müssen natürlich noch gucken, ob wir es parsen können. Aber wir müssen hier nicht mehr abfangen, ob die SQL-Funktion, also m.by, schiefgelaufen ist, sondern können hier einfach schauen, ist es true oder ist es false. So, und das machen wir einfach mal so. Ich würde sagen, Boolean success ist gleich false grundsätzlich. Und dann weisen wir hier Success zu. Und hier sagen wir auch einfach Success gleich False, wenn die Number Format Exception kommt. Und wenn das Ganze successful war, also wenn das Ganze erfolgreich war, dann geben wir hier einfach sowas wie eine Meldung aus. Also man reicht dann quasi die Booleans einfach wirklich durch. Wenn am Schluss alles glatt gelaufen ist, gibt man zurück. Keine Ahnung. Der Vorfall, der Kauf, wir wissen ja, dass es ein Kauf ist, wurde eingetragen. So. Und jetzt lassen wir das Ganze laufen. Probieren wir es einfach nochmal. Das Ganze braucht jetzt eine Weile, weil wir wieder einmal, also wie jedes Mal, einfach diese Verbindung zur Datenbank aufbauen müssen. Und das dauert irgendwie. Was ist jetzt los? Jetzt hat es hier irgendwas getan, was ich nicht wollte, dass es tut. Jetzt hat es hier, als wir gewartet haben, einen Null Pointer kreiert bei der Connection. Das ist natürlich blöd jetzt gelaufen. Die Connection sollte eigentlich niemals null sein. Das ist natürlich jetzt hier oben passiert. Da ist ganz Haufen Zeug falsch gelaufen. Scheinbar kann es gerade nicht so richtig auf meine Datenbank drauf zugreifen. Warum auch immer. Ja, ich würde sagen, wir lassen es einfach nochmal laufen und gucken, ob es funktioniert. Ja, hier bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Fehler behoben. Und zwar war das relativ einfach fertig zu kriegen, nämlich ganz einfach Eclipse neu starten und schon funktioniert das Ganze. Ja, ich habe das hier jetzt auch einfach nochmal neu gestartet. Ich starte es nochmal neu. Oder ich terminiere es zuerst und starte es dann nochmal neu, damit es vielleicht schneller geht. So. Ja, also wie gesagt, wenn bei euch irgendwie mal ein Fehler auftritt oder sowas, dann einfach mal Eclipse neu starten. Hatte ich jetzt gerade schon zum zweiten Mal, gerade eben hat es wieder
irgendwie rumgezickt. Scheint häufiger zu sein. Ich mache irgendwas falsch. Okay, ja. Ich füge jetzt hier einfach mal den Curve ein. Julia Patterson, die oberste. Na, tippen. Kunst. Die oberste hier in der Zeile und dann einfach hier noch 75. So, der Curve wurde eingetragen. Okay, jetzt starten wir das Ganze nochmal. Und wir sehen immer noch, dass wir nichts sehen. Doch, hier oben ist es. Sehr schön. Ja, wir sortieren hier automatisch nach Name, glaube ich, ist das. Und jetzt haben wir hier eine Julia Patterson mit einem Eintrag von 75. So, ja, und damit haben wir quasi den Zweck von unserem Video hier schon erreicht. Wir haben diese kurze Methode geschrieben, aber dafür ein bisschen was in der Struktur vom Programm geändert. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen kleinen Fail, den Eclipse mir verursacht hat. Ja. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit einer Methode, die ein lieber Mensch in den Kommentaren empfohlen hat. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.